Cause you never know what tomorrow brings in this crazy life. Hey, this life, this life, this life, this life. Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuts.de. Heute mal ein etwas anderes Video, wie man sieht. Und zwar schauen wir uns heute einfach mal meine ersten Videos an, die ich auf meinen Kanal hochgeladen habe. Die meisten von euch, denke ich mal, waren nicht von Anfang an dabei, wo ich noch ganz andere Videos gemacht habe als heute. Und deshalb dachte ich, wir kommen, schauen uns die ganze Scheiße in Anführungsstrichen einfach mal zusammen an. Dafür gehen wir einfach mal oben auf den Filter. Hier habe ich das Ganze schon gemacht, dass wir zuerst meine alten Videos sehen. Und dann sieht man auf jeden Fall erstmal, was denn, oder was ich denn für einen Plan hatte, was ich für Videos mache. Ich wollte, ja, dann Mann, nervt doch nicht, Mann. Ich wollte nämlich eigentlich zuerst nur Trophäen-Guides hochladen. Das heißt, ich lade Videos hoch, wo ich von verschiedenen Spielen zeige, wie man denn die ein oder andere, in Anführungsstrichen, schwere Trophäe bekommen kann. Hier sieht man zum Beispiel The Walking Dead Survival Instinct, habe ich damals hochgeladen. Als erstes, das war mein erstes Video. Da war das Spiel eigentlich auch noch relativ neu, warte. 21. 2.40, okay, doch nicht so neu, wie ich dachte. Und da habe ich einfach nur gezeigt, wie man denn so 8 Poster findet. So voll interessant, Freunde. Und mit diesen 8 Postern hast du dann so eine Trophäe bekommen, so eine Goldtrophäe. Habe ich das einfach gezeigt. Ohne Stimme, ohne alles. Damals sieht sich auch, wie man hier unten rechts sehen kann. Moment, wenn das jetzt mal fertig geladen hat. Sieht man auch noch, hieß German Trophy Guide. Und ja, da habe ich das einfach mal gezeigt. Ne? Ich war stolz drauf, wenn ich ehrlich bin. Und dann war halt, Minecraft kam im November oder im Dezember 2013 raus und Anfang 2014 habe ich halt angefangen, das richtig zu suchten und da habe ich auch erstmal die Trophäe Alpha Wolf gezeigt, wie man denn die Trophäe Alpha Wolf ganz, ganz leicht bekommen kann. Habe es auch einfach nur ins Video eingeblendet, nicht geredet, ich habe mich dann nicht getraut zu reden, weil ich einfach zu schüchtern dafür war. Das Video dauert 58 Sekunden, auch sehr nice, muss ich zugeben. Ja, Video selber liken muss natürlich sein. 3 Kommentare, wow. Also wenn man das mit heute vergleicht, ist das schon ein krasser Sprung geworden. Und wie gesagt, habe einfach nicht geredet. Nur so einen kleinen Trick gezeigt, wie man die Trophäe ganz leicht bekommen kann. Ist wirklich ein guter Weg, die Trophäe leicht zu bekommen. Wer das Video nicht kennt, der muss sich das mal reinziehen und Probleme bei der Trophäe hat, was ich bezweifle. Aber ja, wollte halt damals zeigen, wie man die Trophäe ganz leicht bekommt. Dann ein total sinnloses Video meiner Meinung nach, da gehen wir auch gar nicht drauf. Da habe ich gezeigt, wie man diese komischen Rocket-Dateien bei Call of Duty Ghost bekommt. Oh, das Spiel ist eigentlich so scheiße. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich an diesem Video hier keine Ahnung, wie viele Stunden saß. Das hat auf jeden Fall eine Menge Zeit in Anspruch genommen. Dann die ein Video, was eigentlich so, ja, der Sprung für mich war, weil durch diesen, oder der Sprung dafür war, dass ich weitermache mit den ganzen Videos. Ich habe nämlich gezeigt, dass ich eine Welt habe, wo ich so eine Schienenstrecke gebaut. Oh, das alte Intro. Boah, es leckt. Jetzt geht's. Alter Laptop auf jeden Fall, gerade mit dem ich hier aufnehme. Da habe ich einfach mal gezeigt, ja, ich habe so eine Schienenstrecke in meiner Welt und wenn ihr wollt, könnt ihr mich adden hier. Joe Trophy Guy, ganz, ganz, ganz alter Account. Könnt ihr mich adden, dann könnt ihr meiner Welt beitreten und ihr könnt mit meiner Schienenbahn fahren, damit ihr die Trophäe bekommt. Und dann habe ich das Video halt hochgeladen. Erstmal, das Feedback auf dem Video war sehr gut. 60 Kommentare, ich habe gerade 600 Kommentare gelesen. Oh Gott. Kann ich auch in einen Preis fahren? Nein, das geht wirklich nicht. Man muss wirklich nur straks geradeaus fahren. Und hinauf da. Auf jeden Fall haben mich dann so viele Leute geaddet, da habe ich mich so gefreut, Freunde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe mich so wie ein kleines Kind gefreut, dass ich so viele Freunde hatte. Okay, es waren nicht wirklich viele, das waren vielleicht 15 oder ja, 15 bis 20 Freundschaftsanfragen. Und ja, da habe ich ja, mich sehr gefreut und dachte mir, Junge, du musst auf jeden Fall weitermachen. Hier auch noch so voll unprofessionell alles eingeblendet, so keine Ahnung. Ganz anders als heute, sieht man dann. Ich fahre einfach nur geradeaus. Die Welt habe ich, by the way, immer noch. Das ist die erste Welt, die ich in Minecraft hatte, die ich zusammen mit meinem Cousin erbaut habe. Die sieht auch heute noch ähnlich aus. Die Strecke hier gibt es, glaube ich, immer noch. Und ja, das war auf jeden Fall das erste Video, was so wirklich gutes Feedback hatte. Dann habe ich nochmal gezeigt, wie die Trophäe, wenn Schweine fliegen können, wie man die am besten kriegt mit Tutorial-Welt, Sattelfundort und so weiter und so fort. Auch ohne Stimme. Und hier habe ich das Ganze einfach halt auch gezeigt. Minecraft PS3 Standard Tutorial-Level. Bei den Videos hatte ich immer diesen schwarzen Balken hier links. Den habe ich erst voll spät entfernt. Ja, und dann zeige ich halt, wie man den Sattel findet. Und dann am besten halt, ja, die Trophäe für den. Das war echt ein guter Trick, den ich gezeigt habe.
Dann hier ein normales Tutorial, mal kein Trophäen-Guide. Und jetzt mein erstes Video mit Stimme, Freunde. Seid ihr bereit? Zieht es euch einfach mal rein. Die Stimme ist auf jeden Fall katastrophal. Also die Audio-Quali. Die Stimme an sich. Ich habe so monoton geredet. Hört einfach zu, Freunde. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft PS3 Tutorial. Im heutigen Tutorial zeige ich euch, wie ihr es hinkriegt, unendlich Diamanten zu haben oder Eisenblöcke oder Goldbarren. Eisenbarren, meinst du natürlich. Alles klar. Ja, also die Materialien, die ihr braucht, sind erstmal eine Spitzhacke. Freunde, was ist das? Was ist das für einer? Wenn ich mir. Wow, das Feedback ist auch gut. Wenn ich mir das Video so reinziehen würde, würde ich mir denken, Junge, wie redet der da gerade? Guckt mal die Kommentare, natürlich eigenen Kommentar selber liken, läuft natürlich, funktioniert auch noch nach dem Titelupdate 16, 28.05.2014, zügig Mann, wie die Zeit verrennt, Freunde, jetzt haben wir schon den 31.10.2015, ich nehme das gerade in Halloween auf und ich gucke immer gerade die ganze Zeit nach rechts zum Fernseher, weil da The Walking Dead läuft, aber ich wollte das Video jetzt einfach aufnehmen, tut mir leid. Was hat er geschrieben? Danke, ist richtig geil, wir sind jetzt reich, aber der Glitch wurde leider gepatcht, Mann. Das halt nur so schnell wie es geht. So schnell wie es geht. Warte, ich mach's mal kurz vor. So, dann ist ein Block auf dem Boden, also platziert halt, und der hat noch einen in der Hand. Genau. Mit dem Block, den ihr in der Hand habt, mit dem dürft ihr nichts machen, gar nichts. Nicht mal platzieren, nicht mal irgendwo einpacken, nichts. Geht direkt ins Crafting-Menü und macht euch daraus 9 Diamanten. Ja. Ja, und der Glitch hat funktioniert. Das könnt ihr jetzt den ganzen Tag so machen. Ja, ich hab auch nichts Besseres zu tun. Aber am Ende sage ich noch irgendwie so, ja, tut mir leid, ich war immer ein bisschen aufgeregt und weiß halt nicht, was ich sagen soll. Und ich sage jetzt schon wieder die ganze Zeit halt. Und daran merkt man, dass man sich aufgeregt wird. Es hört einfach zu, Freunde. Viel Spaß beim Glitchen. Ja, Daumen nach oben wäre schön und abonnieren auch. Abonnieren auch. Kommentieren, falls es Probleme gibt oder Nachricht schreiben. Ich bin immer da und helfe euch. Ja, und das war's soweit. Haut rein, was? Leute. Wo sage ich das denn? Moment. Die Stelle will ich finden, das ist wichtig. Das hätte ich das auch gezeigt. Jetzt pass auf. Aber passt auf. Ja. So. Dann habt ihr einfach mal so einen Diamantenvorrat. Yo. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Das war mein allererstes Video mit Stimme, also. Manchmal fehlen mir halt die Worte und ich weiß nicht, wie ich halt. Ich sag jetzt schon wieder die ganze Zeit halt. Das merkt ihr schon daran, dass ich ein bisschen nervös bin. Ja, gut. Ja. Naja, ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen gefallen. Wenigstens ein bisschen, das Selbstbewusstsein ist auch 100%. Viel Spaß beim Glitchen. Ja, Daumen. Oh je, Freunde, ich habe mich da im Nachhinein so geschämt. Ich schäme mich immer noch für das Video. Ich musste das eigentlich rausnehmen, der Glitch funktioniert ja sowieso nicht mehr. Dann kam halt wieder eine ganze Reihe stimmenlose Videos, wenn man das so sagen kann, bis zum nächsten Glitch-Tutorial. Hier hatte ich auch so eine Serie, die hieß Let's Get Platin oder Road to Platin. Da wollte ich halt zeigen, oder was heißt zeigen, war halt so ein Platin-Let's Play. Also ich spiele Minecraft und versuche halt die Platin-Trophäe zu bekommen und das wollte ich halt aufnehmen. 22 Minuten und wenn ihr jetzt denkt, das ist mit Stimme, nein, das ist ohne Stimme. Wie langweilig und dumm ist das? Warum habe ich sowas hochgeladen? Da wollte ich einfach so ein bisschen Let's Playen und zeigen, ja, so und so würde ich die und die Trophäe verdienen und das Let's Play würde halt enden, wenn ich die Platin-Trophäe erreicht habe. Aber die zweite Folge, die kam leider nicht raus, wenn ich das so sagen will. Heute nicht. Was? Hier habe ich da sowas eingeblendet, glaube ich. Moment. Nächster Part mit Stimme. Der nächste Part ist immer noch nicht draußen. Genau, das war's. Egal, welches Video ist denn noch wichtig zum Reinziehen? Das ist mein, by the way, beliebtestes Tutorial. Der Redstone-Fahrstuhl. Der hat einfach mal 250.000 Klicks und 5.000 Likes. Aber der funktioniert nicht mehr so, wie er am Anfang funktioniert hat, wegen den ganzen Updates. Hat das so ein bisschen nachgelassen. Aber hier ist meine Stimme wenigstens etwas besser. Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft PlayStation 3 Tutorial. Oder ja, im heutigen Video geht's mal um diesen Fahrstuhl, den ich im letzten Video gezeigt habe am Ende. Ich weiß nicht, ich rede so, im letzten Video habe ich das, als ob ich nicht alles aus meiner Stimme rausholen würde. Ich lese mir gerade die Kommentare durch. Fast 300 Abonnenten, vor einem Jahr. Nice. Sowas von scheiße. Okay. Bei mir bewegt sich nur die linke Seite. Funktioniert einwandfrei, danke. Okay, also funktioniert doch noch bei manchen Leuten. Bei manchen dann halt nicht. Aber ich habe mich halt so monoton angehört. So ganze Zeit auf einer Stimmlage. Auf beiden Seiten machen wir das Ganze.
Auch noch ohne Musik mit. Ich hab einfach Minecraft-Musik genommen, Freunde. Oder vom Game, Ingame-Musik. Und, ja. So, dann immer noch auf dieser Seite, also auf der Vorderseite. Ich weiß nicht, anfangen. Also ich hätte mir die Videos damals nicht reingezogen, wenn ich Zuschauer gewesen wäre. Dann ging es halt los, Junge. Dann ging es halt wirklich mit den Stimmen-Videos los, ab hier halt. Das war dann noch mit. Ne, warte. Das war noch mit Stimme, das. Nicht. Und ab hier war wirklich jedes Video mit Stimme. Ab hier habe ich mir dann vorgenommen, Junge, du musst jetzt mehr Tutorials machen. Dann kam das Hardcore-Let's Play. Die erste Folge hat 25.000 Klicks, nice. War halt nicht so ein ganz beliebtes Let's Play, aber dann kam Skyblock. Das wiederum hat richtig reingehauen, das wollten sehr viele von euch sehen damals. 1000 Abonnenten-Special, wo ich eure Fragen beantwortet habe, eine halbe Stunde lang. War halt echt eine geile Zeit. Ich werde hier einfach mal das Video beenden. Ich werde vielleicht noch eine zweite Folge dazu raushauen, wenn ihr was sehen wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt auch mal in die Kommentare, ab welchem Video ihr denn dabei wart, also durch welches Video habt ihr mich kennengelernt oder ja, was war halt euer erstes Video von mir. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, seit wann ihr denn dabei seid. Und ich hoffe, euch hat diese kleine Folge, was weiß ich was, gefallen. Falls ja, könnt ihr das gerne zeigen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gibt. Würde mich sehr freuen. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und haut rein.